Lisa Zink, ich bin das diesjährige Stollenmädchen. Ich mache eine Ausbildung zur Bäckerin. Ich backe selber Stollen. Da ist jetzt Mehl drin. Jetzt habe ich hier ein bisschen Hefe reingebröckelt. Mindestmenge, die rein muss. Und man kann gern noch ein bisschen mehr Butter zum Beispiel reinmachen, noch ein paar Rosinen. Ja. Das kann jeder so ein bisschen abwandeln. Da hat jeder sein geheimes Rezept oder sein Familienrezept. Der größte Fehler ist, die Rosinen am Anfang mit reingeben zum Beispiel. Die werden ja dann auch zerstört durch das Kneten und der wird braun im Prinzip der Teig. Also deswegen ganz wichtig, die Rosinen werden am Ende bloß drunter gehoben. Aussieht.